So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Murder Soul Suspect. Ja. Ich weiß, wo ich hin muss. Da war gerade davon nicht ziemlich begeistert. Ja, hab ich doch schon geholfen. Okay, aber ist das anders? Wir müssen so lang laufen. Ist hier irgendwas? Ja. Okay, dann gehen wir mal in Richtung da, wo wir hin müssen. Sieh sein, Baxter hat ihn gehasst. Das beruhte aber auf Gegenseitigkeit. Ronan hatte Ecken und Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade ein Kuschelbär. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass er... Ich meine, einen anderen Cop? Oder sonst wen? In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Das ist eine gute Einstellung. Auch wenn es ein ziemlicher Arsch war, aber ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwas damit zu tun hat. Okay, dann muss ich schon mal nicht. Dann muss ich hier lang. Und da liegt noch etwas. Hier ist was zum Enthüllen. Okay, wo geht's lang? Hier liegt was. Bei uns? Sam fühlt sich eigentlich verstecken, verstecken, verstecken. Da geht's nicht lang. Ach Mann. Mich einfach nicht wirklich lassen, ne? Auch 10.
Hier ist eine Lampe. Noch 9. Habe ich getan? Nein, nein. Rick und Laura. Sie sind tot. Das ist alles meine Schuld. Wir hatten nur unseren Spaß. Hey, hey, hey. Beruhig dich mal eine Sekunde und rede mit mir. Ja. Wie heißt du? Brad. Gut. Okay. Was ist passiert? Jetzt kommt's. Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden 3, aus 3 wurden... Wer weiß wie viele. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott. Ich hab sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen. Das weißt du gar nicht. Hast du selbst gesagt. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich kann mich umsehen. Vielleicht fällt mir etwas auf. Gott, was habe ich getan? Okay, dann sehen wir uns für ihn um. Was jetzt lesen? Ja. Das ist sicher Brads Auto. Sieht nicht gut aus. In Spanien wurden sie verbrannt. Aus einem Fenster geworfen. Wie furchtbar. Ich sollte nach Hause gehen. Jetzt. Dann tu's doch. Von 3 Hinweisen. Okay. Schottiger Whisky. Können wir das Auto ansehen? Nein. So, auf diesen kann ich jetzt auch nicht. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir ansehen. Was ist Tankstelle auf einmal? Okay, das ist das Polizeirevier, aber da will ich jetzt auch nicht hin. So zur Tankstelle als geheißen. Gibt es eine Zeugin, die die Paar gesehen hat? Wenn ich das Öl schneller nachkippe, als es ausläuft, hält's bestimmt noch ein Jahr. Okay. Enthüllen. Ich will... Ich
ja. Genau, das. Ich will ein Taxi. Was? Oh. Tankstelle. Ja, die SOC. Okay. Toll. Okay. So merkwürdig. Erst lebendig und jetzt tot. Tankende Frau. Du verträgst ja nicht gerade viel. Aha. Vielleicht, wenn wir etwas schneller gehen. Ja. Dann geh schneller. Okay, so bin ich jetzt wieder weg von der Tankstelle. Okay. Bin ich jetzt auch wieder weg von der Tankstelle. Wie fühlt sich Sterben an? Echte Hexen trugen keine Hüte. Von dem Knall aufgeschreckt. Was zum Teufel war das? Okay. Knall. Ein Knall. Wann waren die Prozesse? 1800? Wenn Cops schon nicht sicher sind, wer dann? Okay, ja, gut. Okay, hier finde ich jetzt nichts zu dem Klang. Oder zu dem Knall. Da komme ich nicht rein. Nun gut, das wird ja ihm wohl als Antwort reichen. Dann gehen wir doch mal zurück zum Polizeirevier.
Mal kurz hier schauen, was hier noch ist. In Spanien wurden sie verbrannt. Aha, ja. Hat sie das sehr viel geholfen. Wir haben jetzt wieder ein neues Dings gesammelt. Okay, gut, dann gehen wir wieder hier. Dum-di-dum-di-dum. Nein, rein möchte ich eigentlich das Revier noch nicht. Danke. Hä? Wo hat denn der sein Auto hingeschrammt? Ach man. Nee, hier hinten war das nicht. Was um die andere Ecke? Was bringt mir das, wenn ich mich da verstecke? Nichts. Hey? Ach Mann, wo habe ich denn den einen Typen aufgegabelt, ey? Ich glaub's einfach nicht. Harte Trennung? Er hat mich betrogen. Er sagte, er würde mich auf ewig lieben. Aber er heiratet eine andere. Hat er mich mit ihr betrogen? Ich habe stets geahnt, dass da noch eine andere ist. War sie es? Spielt das eine Rolle? Er hat es anscheinend hinter sich gelassen. Vielleicht solltest du das auch tun. Ich kann nicht. Nicht, bis ich die Wahrheit weiß. Bitte. Ich muss es wissen. Egal, was dabei rauskommt. Ach okay. Mann, oh Mann. Ich seh's mir an. Das nächste unaufgeklärte Dings. Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich umgebracht hat. Alles lief super. Ich denke, deswegen bin ich bei Susanna so nervös. Die Sache ist die, wenn sie nicht von dieser Klippe gesprungen wäre, hätte ich nie meine wahre Seelenverwandte gefunden. Mann, das ist so abgedreht. Sieht aus, als hätte er sie nach dem Tod seiner Ex kennengelernt. Damit jetzt. Ich frage mich, ob er immer noch an sie denkt. Vielleicht ist er deshalb immer so zögerlich. Ich würde es ihm nicht vorwerfen. Aber es tut weh, dass sie der Grund ist, dass ich ihn angesprochen habe. Er sah so verletzt aus. Als ob er jemanden zum Reden brauchte. Ich hatte nicht erwartet, mich in ihn zu verlieben. Merkwürdig, wie die Dinge sich entwickeln. Absolut merkwürdig. Sie hat nur versucht, eine Freundin zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet. Selbstmord für die Ex-Freundin. Scheint ein großes Missverständnis zu sein. Ich bin schlechte nicht sicher, wie sie das aufnehmen wird, aber ich werde es wohl herausfinden. Die gute Nachricht ist, er hat dich nicht betrogen. Die schlechte,
Dein Selbstmord hat sie zusammengebracht. Oh Mann, oh Mann. Also, hat er mich wirklich geliebt? Sieht so aus. Ja, anscheinend. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er denkt immer noch an dich. Vielleicht tröstet es dich, dass man dich nie vergessen wird. Oh. Ein bisschen. Ich wünschte nur, ich hätte ihm mehr vertraut. Vielleicht wären wir es dann, die sich verloben. Vorbei ist vorbei, schätze ich. Genau. So sieht's aus. Danke für alles. Bitteschön. So, und damit ist auch sie erlöst. Betrogen. Noch Zeit. Noch Zeit. Hey Kumpel, bist du im Dienst oder was? War ich mal. Hab hier 10 Jahre gearbeitet. Okay. Bis ich es nicht mehr ertragen konnte und mir eine Kugel verpasst habe. Manche Geheimnisse wiegen einfach zu schwer. Was genau hast du gemacht? Etwas Landschaftsbau. Meistens Gräber ausheben. Halt das, was man von einem Friedhofswärter erwartet. Du weißt, dass ich das nicht meinte. Hör zu. Du warst mal ein Detective und ich ein bescheidener Friedhofswärter. Belassen wir es dabei. Von mir aus, ich wollte bloß helfen. Ich sagte, belassen wir es dabei. Ist ja gut, Mann. Jetzt da rein? Gar nicht, oder wie? Bin wieder reingekommen. Okay, sammeln wir das. Baum vielleicht eine Katze oder so? Nope. Da geht's nicht lang. Ja, I know it. Okay, gut. So, hier ist irgendwo eine Katze. Bin ja nicht doof. Ja, fauch mich an. Fauch. Wollte gerade sagen, geh mal noch in die andere Richtung. Oha, diese Katzensteuerung. Zwei enthüllen. Oh, kann ich auch mit ihr machen, okay. Gut zu wissen. So, hab auch nicht gedacht. Uiuiui. Ach, nichts kaputt, gell? Katze.
Nee, deswegen bin ich eigentlich nicht da hochgeklettert. Ich wollte mit ihr eigentlich dort entlang. So geht's schon mal nicht. La 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 la. Irgendwo ein Loch im Zaun oder so. Nope. Seltsam. Eigentlich nur dafür da, dass ich da hochkomme. Ist ja super. So, da springt es mir auch nicht. Nee. Okay, dann halt nicht. Na gut, jetzt gehen wir mal den gleichen Weg wieder zurück, den ich hergekommen bin. Und dann treffe ich ja den komischen Typen bestimmt noch einmal, der sein Auto gegen die Wand gefahren hat. Dum di dum di dum di dum, wir rennen durch die Straße rum. Lal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 a. Da geht's, da geht's nicht lang. Ja, ich weiß. Ich dachte bloß, du willst vielleicht auch ein bisschen mal rumschauen, aber nee. Da muss ich nicht hin. Was soll ich denn da? So, hier ist er doch. Wer ist gefahren? Ach komm jetzt. Ich dachte eigentlich, ist das alles gelöst. Anscheinend nicht. In Spanien wurden sie verbrannt. Okay. Ich sollte nach Hause gehen. Jetzt. Okay, ja. Wenn Cops schon nicht sicher sind. Wer dann? Ja, schön. Wenn wir jedem Mörder auf der Straße begegnen. Nein. Keine Ahnung, was ich tun würde. Nein. Boah. Beeinflussen. Ah. Und für, gut Leute, wir machen hier weiter im nächsten. Bis dahin. Ciao, ciao.